Grüß euch, ich bin's wieder, euer Michael Herzeg. Wir befinden uns heute in der Purnef. Sehr ein schöner Fleck hier, der ist in Ehrwald, Richtung Tiroler Zugspitzbahn. Und die Wolken ziehen gerade so richtig schön umher. Es hat gestern wieder ein paar Zentimeter Neuschnee gemacht. Und ich habe mir gedacht, fahre ich wieder mal her. Es ist einfach wunderschön hier. Hier sind etliche Stadel wieder, der frische Neuschnee. Und einen gewaltigen Rundumblick. Wir haben hier die Tiroler Zugspitzbahn. Hinter mir ist die Sonnenspitze und hier der Daniel. Und ich wollte, dass heute wieder mal ein bisschen über meine Schultern schaut. Ich habe heute vor, wieder den Neuschnee als Vordergrund, dann den Stadel wieder als Hauptmotiv und diesmal aber die Sonnenspitze im Hintergrund. Und da möchte ich schauen, dass ich mit der Sonne einen Sonnenstern mache. Dazu stelle ich die Blende auf Maximum F16, dass da richtig schöner Stern entsteht. Aber schaut es mir einfach selber zu, ihr seht nachher die Bilder wieder mit den ganzen Einstelldaten. Unterwegs bin ich wieder mit meiner Fujifilm X-T3. Das Objektiv ist das Fujifilm 16mm. Da habe ich die Blende auf F16 eingestellt, weil wie gesagt, wir wollen die Sonne als Blendenstern haben und da müsst ihr schauen, dass ihr eine hohe Blendenzahl nehmt. Und wie gesagt, bei mir ist F16 das Maximum. Die Belichtungszeit habe ich auf 320 eingestellt und die ISO auf 200, weil es ein ziemlich heller Tag ist. Ich mache es heute im Hochformat, dass ich als Vordergrund den Neuschnee habe, dann das Hauptmotiv den Stadel und die Sonnenspitze und die Sonne als Hintergrund. So, ich habe Glück gehabt. Wir haben nochmal einen Stadel. Dahinter befindet sich die Langlaufloipe. Da habe ich noch einen Langläufer drauf bekommen. Und der Daniel ist im Wolkenmeer verschwunden. Ich warte aber noch ein bisschen, weil er wird jetzt sicher gleich freigelegt werden. Und dann mache ich nochmal ein Bild. Einstellungen habe ich hier Blende 8. ISO habe ich wieder auf 200. Und die Belichtungszeit auf 320. Hat sich ja nicht viel geändert von dem Spot eben. Und den Weißabgleich habe ich auf automatisch eingestellt. Ich hoffe, euch hat die Tour mit mir gefallen. Wenn euch gefällt, was ich mache, ich würde mich über ein Abo von meinem Kanal freuen oder einen Daumen. Und im Nachfolgenden seht ihr noch die anderen zwei Videos, wo ich schon gemacht habe. Könnt ihr gerne mal draufklicken. Da geht es unter anderem um Zeitraffer und bei dem zweiten Video, wo ich im Moos das Wettersteingebirge im Abendrot fotografiert habe. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, bleibt gesund, viel Dank.